das ist komplett neues Video, was wir jetzt anfangen auch. Ja? Wie nennt sich das? Ice Cream Sandwich Challenge. Okay. Weißt du, wie es geht? Ah, doch, was habe ich gesagt? Ja. Bereit? Ja. Alle bereit? Ja. Und ordentlich Action. Weil sind alle Kameras ihr aus. Ihr könnt hier aufdrehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Cool. Nur Mäuse nicht allzu doll. Ah! Also nicht so in die andere Richtung zu doll, ne? Hm? Was? Kamera sind noch an. Ja. Schmeckt nach Metall. Ach, echt? Nee. Ich filme nur mal hier kurz vor dem Start, was hier so, was hier so los ist. Also habt ihr alle verstanden, wie das geht? Ja. Ja. Wenn es gar nicht geht zu essen, dann spuckt ihr das wieder aus. Gar nicht. Aber hier wird nicht alles ausspucken. Hier wird gar nichts ausgespuckt. Du nimmst jetzt mal so ein ganz kleines bisschen, beißt mal so mit halben Zahn da ab und dann schmeißt es schon wieder raus. Also ein bisschen reinbeißen, versuchen zu essen, wenn es echt nicht geht, dann raus. Okay. Gut. Oh, das müsste auch. Wie heißt nochmal die Challenge? Gesundheit-Ice-Cream-Sandwich. Oh Mann, was ist denn hier? Ohne ist gar nicht drauf. Das ist groß. Ohne ist too much. Wenn du sitzt auf dem Stuhl, bist du immer noch größer als ich? Ach nee. So, wie ist denn das da bei den beiden? Da geht's. Man sieht. Hier sind auch alle vier drauf. Also ordentlich Action noch, ja? Muss ich Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen. Die hab ich jetzt schon. Ist das schon? Nee, aber kurz davor. Also? Du bist kurz vor Kopfschmerzen. Was? Zu wenig Schlaf, was? Nee. Soll ich klatschen? Schlaf ist halb schon schmerzen bis Samstag. Ja. Was ist denn Samstag? Felix Geburtstag. Ach Gott, ja. Stimmt. Aber würde ich klatschen, ja? Ich glaube, da werden die Einzelnen schlafen können. Wir müssen noch was aufnehmen. Auch noch nicht. Wir wollen noch was aufnehmen. Wann kann ich jetzt klatschen? Samstag. Von Samstag auf Sonntag? Sonntag bin ich nicht zu gebrauchen. Dann müssen wir Samstag machen. So, die Kameras sind alle an. Ja, und dann können wir starten. Ja, ich hab klatschen. Ich mach. Ich hab. So, okay. Klar. Mama? Was denn? An den Start. Es geht los. Ich bin fertig. Ich warte auf die. Wer fängt an? Können wir anfangen? Fangen wir an? Mhm. Hallo, hier ist Tiptap Tube. Hi. Und heute machen wir die Sandwich Ice Cream. Ice Cream Sandwich, oder nicht? Ice Cream Sandwich Challenge, okay. Ja. Hallo, hier ist Tiptap Tube und heute machen wir die Ice Cream Sandwich Challenge. Das ist ein langes Wort. Ole ist mit dabei, Linny ist mit dabei. Wir sind heute zu viert. Mhm. Mama wird uns gleich wieder aus der Kuppel bringen. Was wir dann natürlich essen müssen, in Kombination mit Vanilleeis oder Schokoladeneis. Was ob das schmecken wird, ist eine andere Sache. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube, hier sind alle irgendwie gespannt, ob es lecker wird, ob es eklig wird. Kann ich schon mal loslegen? Ich vermute, es eher eklig wird bei Mama. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, was wir hier alles so haben. Und ich würde sagen, es kann direkt losgehen. Geht schon los. Ja. Zwischendurch. Ja. Akku leer. Welcher? Von der Nikon. Und dafür gibt es keinen neuen. Da kannst du wohl leider. Schade, dann war es das hier mit der Aufnahme von hier. Ja, ist nicht gut. Kann ich loslegen jetzt auch nicht? Ja. So. So, die erste Kugel. Ja, Ninja oder Ole kann auch machen. Einer von beiden. Und? Das kann glaube ich sogar noch schmecken. Jeder bekommt einen davon. Vier Stück für vier Leute. Genau, machen wir das Eis nochmal auf, genau. Hier schon mal. Oh, super. Schnapp ich mal eine Waffel. Kann ich Vanille? Du kannst auch Vanille essen. Könnt haben, was ihr wollt. Schön. Ich glaube, Vanille schmeckt so. Kann sogar noch voll schmecken, glaube ich. Das schmeckt beides. Also mit Waffeln. Ich habe es halt noch nie gegessen, aber. Nein. Kann schmecken. Dann nehme ich Schokolade, weil alle Vanille. Servietten kannst du es auch runter. Ja, ne? Ach so. Dann mal so reinnehmen. Genau. So, nehmen wir uns hier mal wenig. Ein bisschen verstreichen nochmal. Ja. Aber Vanille schmeckt sogar. Hast du ja auch nicht Mühe gegeben. Ja. So. Mit den Servietten, ne? Habt ihr schon die? Probiert ihr schon? Mama schmeckt sogar noch. Das schmeckt ja? Okay, probieren wir mal. Siehst du. Ole, was ist? Ein bisschen zu viel Eis? Ja. Hau rein. Aber schmeckt wirklich. Aber mit Vanille schmeckt es noch besser. Du hast mit Schokolade gar nicht gegessen. Lili, wie sieht's aus? So wie es aus, schmeckt es gut, ne? Weil die Sauce Schokolade macht. Ist lecker. Sehr gut. So, einmal die Kuppel zu mir drauf. Fängt zum Glück harmlos an hier.
Ja, ich wollte euch noch nicht so ganz verschrecken. Kleiner Schnitt mal kurz. Schnitt. Ja. Kannst du die Kuppel irgendwie anders, irgendwo anders hinstellen? Ja. Also hier nicht vor der Kamera. Tisch, ja. Irgendwo, genau. Lass. Und Lindy, pack mal deine Serviette so ein bisschen runter. Ja, was ist das denn nun? Was war denn nun? Wieso geht die aus? Ganz aus oder nur Movieaufnahme gestoppt? Das ist ganz aus. War die an? Ist sie da oben an? Nimmt auf. Nimmt auf. Jetzt alles easy. Also falls sie jetzt. Das klatscht mal noch mal kurz in die Hände. So. So. Runde Nummer 2. Was gibt jetzt Lindy kann gucken oder wiederhole, ist egal. Käse? Käse? Wieso denn Käse? Wieso denn nicht? Mit Eis. Käse. Also mal okay, jetzt überlege ich mal, was ist schlau, Vanille oder Schokoladeneis? Ich nehme einfach Schokolade, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich will Vanille. Schön. Dankeschön. Das wird lecker schmecken auf jeden Fall. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, falls ihr schon mal irgendwie Käse. Oh Gott. Mit Eis gegessen habt? Boah. Das ist ja nicht so gewöhnlich, finde ich. Eigentlich? Nö. Habt ihr mal probiert? Nö. Okay, dann probiere ich mal. Du bist ja mutig. Gleich ganz rein, Lini. Du sei offen? Ja, mal los. Und Ola? Mhm. Diese Mischung aus herzhaft und. Das schmeckt komisch. Süß ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde es komisch. Passt geht sogar noch. So gut, ne? Nee. Nein, ganz gut. Ja? Ja. Ich finde, das passt nicht so. Das also ist aber nicht so, dass man es nicht unbedingt nicht ja? essen kann. Ja, ist eigentlich auch. Okay. Und so geschmacksneutral. Mhm. Noch nicht mehr wirklich Eisgeschmack, noch nicht mehr richtig Käse. Ich schon. Ja, mal gucken, was noch so kommt hier. Meine zweite Sache war schon Käse. Oh, Mama kommt wieder. Bisher war es ja noch nicht so schlimm. Noch nicht so schlimm, ne? Ja, ich habe schon mal einen Teller gemacht. Aber ich habe schon mal einen Teller mit Salami gegessen. Oh ja. Du hast so eine Salat. Oh, ich glaube, das geht sogar noch Salat. Das ja. weiß ich nicht. Ich kann Salat hat ja nicht so einen Geschmack so richtig. Danke. Und ich verschneide hier. Danke. Aber ich kann sogar jetzt schon probieren. Aber ja, nimm ja wieder Schokolade. Aber ich probiere schon. Ja. Was, so schnell bist du? Ja. Oh, das war immer in die Mitte da rein. Ja. Und? Das ist ein bisschen mehr. So. Schmeckt auf gar keinen Fall. Schmeckt passt nicht. Nicht so ganz, ne? Spülen wir das mal so ein bisschen hier so zusammen. Linie, wie mutig so die ist, ne? Du auch, sag ich dir. Geht nicht. Und Ola? Nicht so lecker. Ach. Mm-mm. Next one. Passt nicht, ne? Das passt echt Glück, nicht. Mama, zum Glück habe ich das ganz voll gemacht. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass man es nicht essen kann. Okay, also geht noch. Noch. Ja, noch. Geht noch. Noch, okay. Lini, willst du auch essen? Nee. Das nehme ich das mit. Nee, nicht allzu lecker. Das hat schon. Wie schlimm kann es noch werden? Ich glaube, so schlimm war das sogar nicht. Weiß ich, aber Salat, ich finde schon ein bisschen eklig. Eis da kann mit einiges Salami kommen. Oh. Pass auf, dass du den Tisch nicht verrückst. Aber Mama, es kommt nicht scharfes, ne? Nein. Okay. Was wir total gerne essen, alle. Ja. Oh nein. Okay, Eis Pizza auch. Mit Eis. Bitteschön. Es gibt ja Schokoladenpizza. Okay. Ja. Aber das ist eine Tomatenpizza hier mit Käse. Okay. Ja, das ist ein anders natürlich, aber dankeschön. Ess ihn lieber so. Dann probiert mal. Und ich habe hier sogar was noch vom letzten hier nochmal drauf. Ja, super. So, hier Schokolade drauf. Oh Gott. Ich glaub, das mal gucken, ob es schmeckt. Das geht sogar nochmal machen. Ohne ist auch total mutig. Das geht sogar noch. Also Mama, ich mache jetzt einfach die ganze Pizza voll. Mach mal. Du bist ja auch mutig. Ist gar nicht mal so lecker, wie ich gedacht habe. Oder du machst gar nicht mal so ich find's, schlecht. Ich find's aber das kocht ja alles gut. Ich finde es nicht allzu schlimm, muss ich sagen. Nee, geht. Kann man essen. Mhm. Mensch, ich kann doch ja gar nicht erschrecken mit nichts. Ihr mögt ja fast alles. Ich meine, das kann man voll essen. Mhm. Okay. Okay, voll essen nur auch nicht, weil es ist süß für Pasta, finde ich. Man schmeckt sowas Süßes. Ja.
Und dann okay. Die Pizza. Mhm. Und dann die Pizza. Ja, die Pizza ist gut. Pizza, na ja. Mhm. Das geht wohl. Mhm. Brauchen wir die Gabel noch irgendwann? Das hört sich nicht gut an. Tja, bestimmt Grund, warum wir da liegen. Ja, eben. Seid ihr bereit für den nächsten Gang? Nein. Ich habe ihn auch vergessen. Nö. Egal, ist nachher. Ich bin gespannt, aber ich glaube, das... Das ist jetzt nicht so lecker. Nee, das ist nicht so lecker. Ich kann nicht mehr aufessen. Ich glaube, hier werde ich mal das erste Mal nicht alles essen. Ich glaube nicht. Ich weiß ihr müsst nicht. Auch nicht alles essen. Ihr könnt dann einfach mal probieren. Ob Mama, so schmeckt es doch am besten. Mama, das sind Sauergurken. Ich mag keine Sauergurken und ich mit Eischen gar nicht. Ja, dann macht man ein bisschen was drauf. Probiert mal. Wenn das gar nicht geht, dann gebt ihr mir das wieder. Oh, ich muss wahrscheinlich nicht viel davon essen. Ich bin hoffe, dass ihr keine Bauchschmerzen mehr bekommt. Das hoffe ich auch. Kann ich ja letztens sagen. Ole. Der macht das ja genau richtig, ne? Mach ja. Und? Schmeckt gut? Ich merke das Eis gar nicht. Achso. Geht sogar. Die Gurke ist zu sauer. Zu würzig. Man schmeckt eher das Saure von der Gurke. Nee, ist okay. Kannst du mir geben. Hast du auf was zum Eis geschmeckt? Nur die Gurke, ne? Eigentlich ja. Super. Das erinnert mich irgendwie an die ekelhafte Dingsen-Challenge hier, wo wir. Das mit dem Smoothie oder was meinst du? Nee, das. Nicht nachmachen, Chen. Ja, das mit den vergammelten Sachen. Das stimmt! Tada! Warte mal kurz mal schnell. Ja. Wenn ihr das sagt mit dieser Gammel-Challenge, ja. Ne, dann kannst du ja auch kurz mal sagen. Ja, die Gabel Challenge, die verlinken wir übrigens auch mal unten. Wer die noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Mhm. Nochmal den. Nochmal weg, wenn wir nochmal rausgehen. Okay. Soll ich jetzt nochmal anfangen? Und jetzt geht's weiter. Das erinnert mich jetzt irgendwie auch mit der Gabel an die ekelhafte. Ach, welche war das? Wie hieß die noch? Ekelhafte. Smoothie oder? Nee, nicht die Smoothie. Weißt du, wie die noch hieß? Die ist nicht nachmachen. Ja, genau. Genau. Ach ja, das war witzig. Das ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch nochmal an, das war lustig. Ja, da war Ole mit dabei, das stimmt. Ah, ja. Total. Ja. Da ist das ja zum Glück besser hier. Ja. Was ist jetzt drin? Jetzt haben wir. Nee, das geht sogar einigermaßen noch. Frikadellen. Ja. Das geht noch. Wer isst sie nicht mit Eis? Ich weiß nicht. Ah, ich habe mir den Finger. Ihr seid echt mutig. Mama, ich habe mir den Finger gepiekst. Ja. Ich habe aus Versehen durchgestochen. Oh. Ich bin auch aus Versehen mal mit dem Finger damit. Ah. Aber guck mal, ich habe es dir so durchgestochen. Ja, du bist der Einzige, der jetzt hier Vanilleeis isst, ne? Oh. Ja, Vanilleeis ist ich mag keinen Schokolade. Und Lini? Ich habe einfach so einen. Ola? Ist voll über. Warte, ich guck mal. Willst du nochmal aufgucken? Du musst nicht essen. Tunk. Aber du bist doch hart im Nehmen immer, jetzt ne? Jetzt ist noch Frikadelle, ne? Mama? Ja. Mama? Ja. Mach. Also die Mischung ist nicht so toll, glaube ich. Kann Mama, ich lutsch erst das Eis ab, dann macht Frikadelle. Gute Idee. Stimmt. Jetzt ist die Frikadelle drin. Ich schmecke jetzt nicht. Wie sieht's aus? Was ist so? Ich glaube, jetzt habe ich auch erstmal keine Lust auf Eis, wenn die Erinnerung wieder hochkommt mit den ganzen Kombinationen. Mhm. Wird was zu gehen. Nächsten Teil. Aber es war jetzt echt nicht so lecker. Nö. Aber ich fand das war besser als mit Das ging Gurke. Voll. Und jetzt kommt was ganz Leckeres. Ich sollte dich meinen. Ja, was ganz anderes. Was ganz Leckeres. Achso, ich hab schon was ganz anderes. Alle bereit? Ganz Leckeres. Ja. Bereit? Nee, nicht mehr bereit. Apfel. Das geht ja auch noch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, Apfel geht auch am besten. Dankeschön. Ja. Mama. Das stimmt, ja. Geht, ne? Super. Nee. Doch. Der Apfel ist sauer. Achso. Im Vergleich zum Eis. Ja, das Eis ist süß. Und so. Geht, ne? Mama, ja. Ich esse jetzt den ganzen. Ole? Hm. Gibt Schlimmeres, ne? Ja. Das ging sogar voll. Wollt ihr nicht mal das Eis tauschen, dass mal die Vanilleseite auf die Schokoladenseite kommt? Nein.
Ich mag kein Schoko-Eis. Du sagst jetzt einfach, hey, lass mal das Eis tauschen. Nein. Lass mal das Eis tauschen, wir können auch mal Vanille essen hier. Oh. Nicht nur Schokolade die ganze Zeit. Ja. Ist ja noch leer hier. Voll meine ich, ist andere leer. Würde ich nochmal sagen. Ich hab das alleine gegessen. Das ist ja noch voll, voll. Ich hab das alleine gegessen. Sieht man, glaube ich, wenn man sich so Schokolade mal anschaut. Ja, ein bisschen. Und dann das. Ja, aber erst noch alleine am Werk, ne? Ja. So, euer nächstes Gericht. Auch was ganz Leckeres und diesmal nicht. Auch was ganz Leckeres, ja. Das Knäckebrot? Ja, das geht so. Knäckebrot. Okay. Mama, ich tue das Ganze da rein. Nimmst du bitte mit dem Löffel? Ist ja eher salzig, ne? Ja. Also Käse und Kürbiskerne sind drauf. Käse? Oh, jetzt kommt hier egal. Ja, ist egal jetzt. Ob das Schokolöffel ist, ist nicht schlimm. Ihr wolltet sowieso noch alles aufessen, dann, oder? Habt ihr gerade angekündigt, ob ihr das aufessen dürft? Ja, aber nicht das Eis. Das Eis nicht? Da habe ich keine Hunger mehr drauf. Achso. Das. Oh Mann. Nee. Das wäre blöd, dass steht Schokolade bei uns. Ist nicht schlimm. Und Ola? Nee. Lini? Max? Ihr müsst nicht alles aufessen. Also Mama, ich mach dann. Das rein. Ja. Ja. Ich habe gerade irgendwie weder noch was richtig vom Eis wieder noch von dem Knäckebrot geschmeckt. Oh. Gar nicht mal so schlimm. Okay. Also schmeckt das Knäckebrot nicht wirklich. Ich kann euch überhaupt nicht schocken, ne? Ich auch nicht. Dann kannst du es mit dem. Also. Ja. Oh. Das ging sogar einigermaßen. Ja. Mhm. Gut. Du bist ja die Hälfte so. Mhm. Ganz lecker. Mhm. Mhm. Wann gibt's eigentlich das Thumbnail? Machen wir gleich so. Das ist ja irgendwie was Witziges. Die müssen ja alle irgendwie was in die Hand kriegen. Mm. So. Was kommt jetzt? Bitteschön. Was ganz Leckeres. Du guckst mich so skeptisch an. Ja, wenn du sagst, was ganz Leckeres, dann überlege ich halt schon mal so, was kommen könnte. Bitteschön. Was ich jetzt mit Eis essen muss. Oh Gott. Danke. Bitte. Oh Gott. Lecker. Salami. Ich sag, das schmeckt nicht. Ich hab hier sogar noch. Salami so ist total lecker. Ja, das Eis so auch. Ja. Ja. Beides. Aber beides zusammen? Glaube ich eher nicht so. Oh nein. Ich weiß nicht, jetzt mach das wie ein Zehntel. Mal so. Schmeckt irgendwie mega komisch. Und sieht aus. Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht allzu viel Eis hier drin. Ich glaube, ohne Spuck. Ja, komm, ich kann noch ein bisschen mehr reinpacken. Mm-mm. So schlimm? Mm-mm. Mama? Also, was ich mach. So, jetzt habe ich noch ein bisschen drin. Oh. Und? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schmeckt. Nee. Mama? Ohne. Hast du Vanille oder Schokolade? Schokolade. Zum Glück ist Vanille. Ich glaube, Vanille ist nicht so schlimm wie Schokolade. Ich mag Vanille nicht so gerne. Also. Er schmeckt sauer. Mutig, mutig. Und schmeckt aber das? Aber ist auch nicht so unbedingt das Leckerste, was es gibt. Ja. Die muss ich jetzt nicht auf mein Frühstücksbrot passt haben. Nee. Lini, hast du auch vergessen? Ja. Ich auch. Ich hab mir voll schnell aufgegessen. Irgendwie komische Geschmäcker, die jetzt zusammenkommen. Ja. Und in der USA gibt es so eine Mischung aus Breakfast und Dinner, oder in England. So ein Brinner und dann essen die das süße Frühstück mit herzhaften Beilagen. Also so eine Mischung aus Waffeln und Fleisch. Lecker. Aber das war eigentlich jetzt das Einfachste, was es gab. Was war das Einfachste? Also das mit den Waffeln und danach wäre das, also am zweitleckersten von einfach. So. Tada, aber jetzt kommt was Leckeres. Jetzt kommt was Leckeres. Ja, endlich mal. Oh ja. Ja, das geht jetzt. Glaseis ist voll. Das ist eine Waffel. Danke. Bitteschön. Das ist eine Waffel. Herr Schrotzmann, kann das gerade aufzuessen. Nee, ihr müsst nicht alles aufessen. Ihr könnt nur abbeißen. Also ich bin jetzt hier noch. Hab nicht so Hunger dazu. Nee. Auf. Ich glaube, die magst du sowieso nicht so gerne, kann das sein? Okay. Knappers? Mochtest du noch nie. Mama, jetzt in der Ecke, Mama. Schmeckt ja nicht ganz gut.
Oh Mann, ich bin gerade mit dem Feuerchen voll in das Ding reingekommen. Das ist mega geil. Mhm. Und den nicht? Schaut natürlich gut, ne? Wie gesagt, weil keiner aufessen möchte, dann packen wir das einfach rein. Mhm. Merkt das alles gar nicht. Ja, nee. Kalt Schokolade bei mir. Und Schokolade ist weniger drin. Das ging ja wirklich voll klar. Mhm. Ähnlich wie bei der Woche. Mhm. Bloß, dass man hier das Eis nicht schmeckt. Nur es kalt ist halt. Kaut ja noch. Ich kann noch gar nicht als nächstes das reinbringen und erst noch auf. Von mir aus kannst du gerne auch reinbringen. Ja? Ist schon fertig, ne? Wollt ihr was trinken zwischendurch? Mhm. Möchte jemand eher? Essen gerne. Kurze Trinkpause. Kurze Trinkpause, dann brauchen wir die Gläser da oben. Oh Gott. Gibst du noch Wasser? Oder was? Das ist ja. Danke. Achso, bitte. Ach, nimm das Wasser. So, hier ist noch Wasser. Dankeschön. Nimmst du auch Seite? Ja. Ohne mit dem Fleischwasser, ne? Ich auch. Du auch? Reicht so? Mhm. Geht's euch noch gut oder ist irgendjemand schlecht? Nö, also mir geht's noch nö, alles gut. Bei mir ist eigentlich schon zu schlecht. Ja. Bei der Mischung, würde es mich echt nicht wundern jetzt, ne? Das ist kreuz und quer im Magen drin. Ja, ja. Irgendwann mal macht er das mit uns vielleicht. Mama, die Kinder füttern uns die Eltern. Man weiß, was jetzt noch richtig blöd wäre. Das wäre doch gut, oder? Mama, weiß, was könnt ihr euch so richtig rechnen? Da war irgendein Getränk mit dem Eis essen. Getränk mit dem Eis? Mhm. Zum Beispiel zum Schluss irgendwie ein Glas nehmen, irgendein Getränk reinfüllen und da das dann mit Eis essen. Nee, da. Mhm. Das kommt nicht. Man muss einfach nirgends vom Markt reichen und das Ekligste auch zusammensuchen. Ja, gute Idee. So. Ist ja früher, dass ich die Gläser wieder wegschneiden. Achso. Hm? Die Spinat mit Eis. Ja, Spinat. Oh, da bringst du mich jetzt auf eine gute Idee. Hätte ich auch mal machen können. Hallo. Ne? Ja. Ich habe eher so Ahnung, was das ist. Nee. Der Spinat, stimmt. Lecker. Ich komme da nicht an. Dann machst du hinten denn? Einfach da hinstellen, genau. Danke. Super. Bitte. So, der nächste Gang wurde serviert. Oh. Dürft gerne. Und wie sind noch? Lecker. Weil wie viel kommt rein? Ich sag, das spielt auch nicht so lecker. Es kommt nicht mehr so viel, ich denke auch. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Danke. Ob das schmecken wird? Ich denke eher nein. Ich sage auch nein. Also wobei Paprika ist ja süß, ne? Ja, aber... Vielleicht passt es ja. Habe ich bisher noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Schon abgebissen. Und wie sieht's aus, Lini? Geht? Kann man essen? Mhm. Ole verzieht das Gesicht so ein bisschen. Nicht so? Nein, passt nicht. Mhm. Der Paprika-Geschmack. Gut, aufgegessen. Das ist nicht so toll. Ich merke das Eis irgendwie gar nicht. Echt nicht? Ich würde sagen, bei mir übertrumpft das Eis, nicht die Paprika. Mhm. Siehst du? Was kommt, Mama? Jo. Aber wie viele Sachen kommen eigentlich noch? Es kommen noch drei Sachen. Ja, aber das wollen wir nicht im Video haben, ne? Nein. Nee, Schnitt. Jetzt kommt einmal. Nächstes. Wieder was Leckeres, oder? Ja. Ja. Dein Lieblingsessen. Ja. Gucken. Dein Lieblingsessen. Es geht sogar voll. Oh, mit Vanilleeis. Pack aus. Warte, aber ist das normal Oreo? Ich glaube. Glaubst du? So eine normale. Ja, weil wir hatten ja ganz viele. Verschiedene Oreos. Ich glaube, eine normale. Mit weißer Glasur ist. Weiß ja, oh ja, weiße Glasur. Oder weiße Glasur. Ja. Oder? Ja? Doch. Weiße Glasur? Ui. Ja. Die schmecken ja super lecker. Oh Gott. Mega lecker. Ich hab das noch nicht gekriegt. Da ist direkt noch mehr Vanille drauf. Ja, ne? Aber Mama, das wird wahrscheinlich noch gehen. Ja, klar. Das geht immer. Muss ja nicht so hoch. Oh, ja. Wie kommt das? Das schmeckt ganz bestimmt ganz toll. Ich glaube, es schmeckt. Man schmeckt das Eis, glaube ich, gar nicht so. Nee.
Ihr seid ja echt alle mutig, muss ich sagen. Gut, bei den Keksen natürlich jetzt geht. Irgendwas piept hier. Ja. Hier ist eine aus. Einmal kurz, was ist da los? Du hast einfach nur aus. Ach, gut, war einfach nur aus. Jetzt ist an, nochmal bitte quatschen. Okay, oder? Alles ist süß hier. Mhm. Mhm. Zu süß. Oh, ist das süß. Ich hätte das alles gegessen. Wenn ich Zucker essen würde, dann hätte ich das auch. Ja, genau. So. Mhm. Meine Lieben, bitteschön. Was möchtest du? Ja, Mama. Kann man die auch so essen? Ja. Das. Bitteschön. Geht noch. Aber Pringles und Eis weiß nicht, was das, Mama, das eine gute Mischung ist. Ja. Ich glaube, gute Mischung ist das nicht so. Naja. Also esse ich jedenfalls gewöhnlicherweise nicht zusammen. Was tuschelt ihr da? Nicht, nicht. Nix, nix. Welche Sorte ist denn das? Eure Lieblingssorte, also diese Supreme und Ach so. Oh ja. Und Ola? Mm. Vermisst alles, ne? Danke, Supreme und Mhm. Und? Nichts, ne? Ich wollte dich auf den Pringles-Geschmack und dann ja. Kommt sowas Süßes dann kommt dazwischen. Was also irgendwie ziemlich unpassend, muss ich sagen. Mama, hm? Ja. Wir freuen uns vor allem auf Pringles, aber nicht Pringles, dass man nicht so ist. Nee. So, jetzt kommt das letzte Gericht, das beste kommt hier zum Schluss. Max guckt schon. Das kann ja was werden, wenn das Beste zum Schluss kommt. So, und schau rein. Auf. Och nee. Was ist das überhaupt? Ist das Fisch oder so, ne? Lilly, was ist das? Das ist Fisch in lecker Tomatensauce. Ich liebe das ja. Oh, willst du auch mal mit Eis probieren? Ja. Kann ich dann machen. Probier das mal. Wer fängt an? Ich fang an. Ich fang an. Ich habe ja schon keinen Hunger mehr. Ach, ja, das reicht. Das reicht. Okay. Das reicht. Oh das reicht schon. Hey, wer mehr? Olin, die gleich mit Soße. Ich glaube, es ist aber kein großer Unterschied mehr. Oh. Also ist die Dose. Mama, sind denn das ich 3, 2... Hast du schon eins drauf? Ja, tatsächlich. 1. Oh, das kann ja gar nicht schmecken, ne? So, jetzt... Oh. Und jetzt kommt der Fischgeruch rüber. Ja. Oh. Oh Mann. Was ist das? Ich will dir helfen. So. Wessen Gabel ist hier noch? Wie viel? Deine. Oh. Und Lini? Na, oder? Ich hab das eigentlich schon wieder nicht rausgeschmeckt. Ach so. Das ist so eklig. Ja, das kann ich schmecken. Also ich glaube, das ist einfach eklig, ja. Würde ich auch sagen. Oh. Aber der erste oder Geschmack. Du kannst einen Eiswürfel so nehmen, der da ist, und dann packst du einen Fisch da rauf. Aber der erste Geschmack oder, ist oder so der schlimmste. Ja. Ja. Merkst du? Na gut, die im Dschungelcamp essen ja noch schlimmere Sachen. Ja. Das kannst du laut sagen. Also Eis kann passt definitiv die, nicht dazu. Mama, nein, ja. Können wir gleich die einzelnen Sachen so essen? Ja, die könnt ihr alle auch essen. Oh ja. Und das Eis gibt auch schon ein. Ja, das Eis, das mag ich nicht. Ohne? Nee, ne? Nicht so, ne? Nee. Oh! Passt nicht, ne? Nee. Bist du das Ding geschält? Dein Glas ist Eis. Das ist echt eklig, ne? Schnell was trinken. Ha, endlich mal eine Sache, bei der ihr dann doch ein bisschen schlapp gemacht habt. Ja, das Beste kommt ja, weil zum Schluss. So, ja, das Beste kommt zum Schluss, genau. Weil sonst habt ihr alle so tapfer durchgehalten, alles fleißig gegessen. Total mutig. Aber das passt eigentlich absolut jetzt, nicht. Nee. Ich hoffe nur, dass ihr jetzt keine Bauchschmerzen bekommt. Ja, also Abendbrot brauchen wir nicht mehr. Nee, Abendbrot braucht nicht mehr. Aber ich hab schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Aber wovon? Aber Fisch geht gar nicht, ne? Nee. Nee. Fisch ist eigentlich nicht so toll. Also so normal? Ja. Ja, aber so, weiß nicht. Hattest du Schokolade? Mama? Ja. Ja, nee. Mama? Ja. Zuerst war es so, zuerst habe ich diesen Tomatengeschmack, dann den Fisch und danach... Und dann die Schokolade, ja. Ne? Ja. Aber wisst ihr noch unsere Smoothie-Challenge, diese Ekel-Smoothie-Challenge? Ja, das war auch nicht lecker. Da hatten wir beide mit dir Fisch gezogen, das war richtig schlimm. Ihr hattet Glück gehabt, ihr hattet richtig leckere Sachen dran. Genau. Trotzdem war der nicht lecker. Nicht cool, also
Hat Spaß gemacht. Einige Sachen waren sogar echt sehr lecker und man hat auch das Eis teilweise nicht geschmeckt. Du hast es auch so gewusst. Mir ist jetzt auch schon ein bisschen schlecht von dieser Sache. Oh je. Ah, nur ein bisschen. Ja, okay. Na gut. Oh, das letzte war echt am schlimmsten. Ja. Nee, finde ich jedenfalls so. Habe ich echt. Ja, schon das Beste. Ich wollte euch einfach nur zum Schluss. Ja. Das Beste auch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal und. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, das ist ja lustig, ne? Aber geht gar nicht. Das echte ging nicht. Nee. Jetzt müssen wir noch Sachen hier machen. Wollt ihr was trinken? Lini? Nö. Trinken? Ash? Dann trinken wir es noch dahinter. Ja. Ja. Wenn ich ein Pringles haben, das könnte sein. Ich hab's doch nicht. Du meinst eben, dass Bauchschmerzen hab. Hilft Pringles auch?